Hi YouTube, hier ist Lego Guide und heute präsentiere ich euch mein erstes Lego Technik Kettenfahrzeug. Und dieses Kettenfahrzeug habe ich gebaut, um euch einen kleinen Vorgeschmack zu bieten von von Lego. Und zwar hat Lego, soweit ich weiß, einen Raupenkran geplant. Der soll, glaube ich, etwas größer sein als der da. Bin mir auch nicht ganz sicher. Also von den Dimensionen her sollte es eigentlich um sowas, um den Dreh rum sein. Vielleicht sind die Ketten größer, ich habe jetzt die kleineren Ketten benutzt. Aber von der Funktionalität her werdet ihr sehen, dass das eigentlich fast identisch ist. Ich habe meinen außerdem mit dem Power Functions RC-System nachgebaut, also mit einverbaut. Und das Ding fährt also auch ferngesteuert. Der Haken, der ist leider manuell. Ich habe mir jetzt nichts Besseres einfallen lassen, oder besser gesagt, mir ist nichts Besseres eingefallen. Also ich habe da wirklich viel Zeit mit dem verbracht, als mit dem Gesamtteil, von dem her bitte ich um Verständnis. Und ich glaube, wir kommen am besten mal zu meinem Robbenkran. Noch eine kleine Information vorab. Das Hauptmodell dieses Jahres soll ein Mercedes A-Cross sein. Das ist ein, je nachdem, es gibt zwei Variationen, entweder ein 6x6 oder ein 8x8x4, sodass die vier Räder vorne wieder lenkbar sind, wie beim 8258 Truck mit Porsche-Wingarm, das war der rote, mit dem Kranarm. Und zusätzlich dazu soll es einen Container haben, den man kippen kann, aber soweit weiß ich das nur, ich garantiere leider nichts. Aber ich bin mir zu 100% sicher, dass die wirklich in Planung sind, weil auf sowas zu kommen, da muss man auch ein bisschen sehr lange nachdenken. Also ich freue mich schon auf diese Sommersaison 2015. So, Batteriebox ist hier, der rote Knopf da, einfach zur Seite ziehen und zack, da leuchtet was. Das was leuchtet, ich habe zwei LEDs angebaut, hätte gern mehr, aber ich habe momentan nur eine. Hier eine schöne Rundumleuchte über der Fahrerkabine und eins in der Mitte. Für die Beleuchtung, also wenn man mal fährt im Dunkeln. Also damit kann man wirklich sehr schön im Dunkeln fahren. Das blendet ja auch ganz schön in die Kamera. Also damit kann man ganz ruhig in der Dunkelheit fahren. Da sieht man auch alles, was vor ihm liegt. Ein Motor für den linken, also für diesen linken Kettenbereich und der rechte eben für den rechten. Und wir können halt die Motoren individuell steuern. Also wenn es überkreuzen, dreht sich es. Also macht wirklich Spaß, damit rumzufahren. Was mir mal passiert ist, ist, dass der gesamte Kran runtergefallen ist. Der ist nicht kaputt gegangen, nur dass es passiert. Das ist nach oben gegangen. Sonst nichts eigentlich. Das ist passiert. Und sonst ist da nichts kaputt gegangen. Und ich kann es euch mal zeigen, wie schnell das geht, um das zu reparieren. Einfach hier reinstecken. Zack. Fertig. Und hinten das hier. Und das Ding ist repariert. Sehr stabil gebaut. Ihr habt den Platz komplett ausgenutzt. Wie ihr seht, ist die Batteriebox ganz hinten. Dicht gefolgt von dem IR-Empfänger. Der liegt hier einfach drin, aber der fällt auch nicht raus. Motoren. Wie habe ich das gebaut? Folgendes. Links für die linke Kette, rechts für die rechte Kette. Habe ich euch ja schon bereits gesagt. Und ich habe wirklich sehr, sehr kompakt gebaut. Also ich habe es auch sehr stabil gebaut, weil ich meine, der gesamte Kran, der wiegt schon was über so circa ein Kilo maximal. Und das drückt ja alles auf die Kette und es muss ziemlich stabil gebaut sein, damit das nicht sich verbiegt, weil dann fällt das Ganze auch nicht mehr so schön. Und deswegen das war auch ein kleiner Punkt, wo ich ein bisschen länger am Bauen war. Aber sonst war alles eigentlich in Ordnung. Bauanleitungen werden dazu, glaube ich, nicht kommen, weil, wie gesagt, es ist einfach zu kompliziert, es in der Bauanleitung zu fassen, weil ich baue auch sehr spontan. Also ich halte mich, ich denke nicht, also ich denke schon so ein paar Schritte voraus, aber am Ende weiß ich halt nicht immer, wie das Modell aussieht. Ich weiß, wie es aussehen soll. Aber was am Ende rauskommt, ist natürlich eine Überraschung. Also das ist ja auch, glaube ich, eine Herausforderung, das hinzukriegen, so wie es aussehen soll. Und ein paar kleine Details sind die Warnleuchten. Also hier, hier.
den gesamten Kran, weil nicht, dass da irgendwie ein Hubschrauber dagegen kracht, weil ihr müsst euch so vorstellen, dass das Ding ja schon immer in echt über 80 Meter, 70 Meter hoch ist, die ganz großen da, und da könnte es durchaus sein, dass mein Helikopter in der Nacht einfach dagegen fliegt, wenn die da arbeiten. Deswegen gibt es eben die Warnleuchten hinten auch, hier, wenn es mal auf der Straße fährt, ein paar Warnleuchten, normalerweise fahren die nicht auf Straßen, aber ich habe es mal kurz gesehen in dem YouTube-Clip. Ja, 40 cm hoch, komplett RC gesteuert, Drahtseile als Stahlseile sozusagen angedeutet, damit wir auch ein bisschen realitätsnah sind. Was ich noch zum Haken sagen möchte, es dauert unendlich lange. Deswegen zeige ich euch das als letztes. Es dauert unendlich lange, das wirklich wieder auszufahren, wieder einzufahren. Aber ein Vorteil ist, dass egal was man dranhängt, es fällt einfach nicht runter. Weil wegen diesem Schneckenzahnrad, es bleibt einfach da, deswegen wird es auch von Lego so gern benutzt bei Hubbewegungen, also von dem Kran, von dem kleinen Kranarm oder etc., weil das fällt dann nicht zurück und bietet somit Stabilität. Ich mache das mal kurz aus. Was ich noch zu dem Teil sagen möchte, ist, das soll der Kühlergrill sein. Den kann man auch einfach hier schön ranbauen, wenn ich zwei Hände hätte. Aber so geht das auch. Ja, ein kleiner Vorgeschmack. Wie gesagt, freut euch schon mal auf 2015. Das wird ein tolles Jahr mit Lego. Es sind schon geile Sets rausgekommen. Ich hoffe, viele haben welche. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, was für Set-Vorschläge es gibt. Oder ihr könnt auch gerne schreiben, was ihr bereits habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal auch mit einem neuen Video. Schaut bis dahin auf meinem Kanal vorbei. Es sind noch etliche andere Videos zu sehen. Und wie gesagt, wenn es gefällt, Daumen hoch. Wenn nicht, lasst es bleiben. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, Leute.